Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Für mich war es das jetzt endgültig mit Tesla Model 3 Performance, weil ich habe hier Nummernschilder, weil wir holen jetzt mein neues Tesla Model Y Performance in Mannheim im Service Center von Tesla ab. Und genau dahin sind wir jetzt unterwegs. Wir haben ja neulich eine Probefahrt gemacht mit dem Model Y Performance. Ich verlinke euch das Video dazu mal. Ich werde dieses Model 3 Performance in Zahlung geben. Wir haben ja vor kurzem das Tesla Model Y Long Range für meine Frau abgeholt. Auch das Video werde ich euch mal verlinken. Ja, ich bin ziemlich aufgeregt und freue mich natürlich auf das neue Auto. Bin aber auch ein bisschen traurig, das Model 3 abzugeben, weil ich es ja echt lange hatte und es war ein zuverlässiges Auto. Von daher ist es heute für mich ein Ereignis mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Fürs Model Y Performance habe ich schon Pläne. Ich habe mir schon Eibach Tieferlegungsfedern bestellt. Das ein oder andere für den Innenraum im Fahrzeug, was ich euch dann auch gern zeigen möchte. Außerdem coole dynamische Rückleuchten mit dynamischen Blinker. Und jetzt hier erstmal ein kurzer Break, weil wir gleich da sind. Und dann geht's weiter. So, der Mitarbeiter macht jetzt gerade die Nummernschilder dran. Jetzt gibt es aber noch ein kleines Problem. Genau mein Fahrzeug haben die komplett eingeparkt und die haben jetzt eine Weile zu tun, bis das raus ist. Servus. Servus. Komm rein. Ich warte auf mein Auto. Ja. Ich hab nichts gesehen, okay? Alles klar, danke. So, und weiter geht's im Fahrzeug, weil ich habe einen kleinen Anschiss bekommen, weil ich auf dem Gelände gefilmt habe. Ich habe das in dem Moment echt komplett verpeilt, dass man auf dem Gelände ja gar nicht filmen darf. War mir dann auch echt peinlich. Wie gesagt, wir mussten kurz warten, weil mein Fahrzeug komplett eingeparkt war. Die mussten das erst frei machen, mussten das vorne in die vordere Halle fahren. Ansonsten, bevor ich das Auto übergeben bekommen habe, ging es zuerst nochmal ans alte Fahrzeug, das ich ja in Zahlung gegeben habe. Das hat alles schnell und unkompliziert geklappt. Beim letzten Mal war es ja so gewesen, dass wir eine Mercedes A-Klasse für das Long Range in Zahlung gegeben haben. Und da lief einiges schief. Und falls euch interessiert, wie das abgelaufen ist, verlinke ich euch gerne das Video dazu. Da oben. Da oben. Und jetzt nehme ich euch mal kurz mit raus. Das ist er jetzt also, mein neuer Tesla Model Y Performance in Schwarz. Ich werde jetzt erstmal heimfahren und alles nochmal durchchecken, weil ich habe ja Zeit, falls Mängel am Fahrzeug sichtbar sind, kann ich das ja innerhalb, ich glaube, 48 Stunden unkompliziert über die App melden. Und wie gesagt, jetzt geht es erstmal heim. So, jetzt kommt der schönste Moment. Ich liebe es. Und wie ist so die erste Fahrt im eigenen Y-Performance? Das heißt Model Y. Ja. Nein, fühlt sich gut an. Das ist jetzt die ganze Zeit auch Sport, die Lenkung, also Beschleunigung, habe ich auf Sport, da lasse ich es natürlich auch. Den Lenkmodus hatte ich auf Sport, aber auf Sport lässt sich das so schwer lenken. Und jetzt habe ich es auf Standard gestellt und Standard ist mir, glaube ich, doch sympathischer. Und ja, es fühlt sich gut an. Also bist du zufrieden? Ja. Und bereust es nicht? Nein. Sehr gut. Kommen wir mal zum Punkt Verarbeitung. Erstmal zum Innenraum. Wir haben uns das ja schon mal vorhin grob angeguckt. Ich meine jetzt hier diese ganzen Ziernähte und Leisten sich genau betrachtet. Kann man hier wirklich gar keine Mängel feststellen. Das ist alles wirklich gut und ordentlich
verarbeitet. Ihr klemmt auch nichts und knarzt auch nichts. Also von innen schon mal top. Und jetzt gehen wir mal raus. So, jetzt mal zum Thema Spaltmaße. Ein Thema, das ja immer und immer wieder drauf rumgekaut wird. Wenn man hier jetzt durchgeht, kann man jetzt wirklich keine besonderen Auffälligkeiten feststellen. Die Motorhaube ist auch, würde ich sagen, ziemlich gut und gerade eingebaut. Ist auch gut eingestellt. An den Scheinwerfern kann ich jetzt nichts Dramatisches feststellen. Wir müssen jetzt auch nicht über Zehntel Millimeter hier reden. Hier sieht alles parallel und ordentlich aus. Hier ist vielleicht ein minimaler Versatz, aber mein Gott, wer guckt denn darauf? Zu dieser wunderschönen Frau neben mir möchte ich gern was sagen. Und zwar geht es um Werbung in eigener Sache. Und da niemand gerne Werbung mag, werde ich so kurz wie möglich machen. Guckt doch einfach mal auf dieser Seite vorbei. Dort gibt es tolle Gutscheine, die kann man individualisieren und direkt ausdrucken. Und es gibt wirklich fast für jeden denkbaren Anlass einen Gutschein. Und die Gutscheine sind toll designt und machen echt als Geschenk was her. Den Auftrag habe ich erledigt und jetzt kriege ich auch keine Haue. Und so ist es hier eigentlich durchweg. Und auch der Spoiler. Der Spoiler ist hier auch wirklich gut verklebt. Ich hatte bei meinem Model 3 das Problem, dass hier die äußeren Kanten, die waren bei mir hier nicht richtig befestigt. Das Problem habe ich hier auch nicht. Und so ist es eigentlich ringsrum. Das ist absolut, absolut in Ordnung. Vielleicht sogar mehr als in Ordnung. Was mir besonders gut gefällt hier, wenn man einsteigt, sind diese dunklen Einstiegsleisten mit dem Model Y-Emblem. Das gefällt mir echt gut. Und wo ich auch absolut gar nichts zu meckern habe diesmal, ist der Lack. Also die Lackierung ist wirklich ordentlich. Ich kann hier nichts feststellen. Ich gucke mir das nochmal ganz in Ruhe an. Aber so wie es aussieht, ist das auch wirklich viel, viel besser geworden bei Tesla. Wir sind jetzt jedenfalls schon wieder seit einer ganzen Weile zu Hause. Ich muss das Auto jetzt erstmal eine Weile fahren, um mir da ein vernünftiges Urteil bilden zu können. Wie gesagt, werde ich ein paar Dinge an der Optik verändern, die mir im Originalzustand einfach nicht so gut gefallen. Zu diesen Veränderungen werde ich dann auch ein paar Videos machen. Ich habe euch im letzten Video, als ich die Probefahrt mit dem Model Y Performance gemacht habe, gefragt, was ihr an meiner Stelle machen würdet. Der ein oder andere hat mir auch ein positives Kommentar dagelassen. Das hat mich auch sehr gefreut. Um ganz ehrlich zu sein, hat es mir am Ende nicht weitergeholfen. Klar, dass das eine Entscheidung ist, die ich selbst treffen muss. Ich hoffe, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Das wird dann die Zeit wohl zeigen. Was ich auch hoffe, ist, dass ich vielleicht jemandem helfen konnte, der vor der Entscheidung steht, sich einen Tesla eventuell zuzulegen und sich vielleicht noch nicht so ganz schlüssig ist. Meiner Meinung nach macht man damit grundsätzlich keinen Fehler. Nicht umsonst haben wir jetzt schon unseren dritten Tesla. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniere auch gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund und allen, die elektrisch unterwegs sind, allzeit einen vollgeladenen Akku. Bis zum nächsten Mal.